Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Flaconi-Haul für dich, denn ich konnte mal wieder mit einem Rabattcode sparen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, starten werde ich mit dem Love Luxury Oil Caring Oil for Face, Body and Hair. Das fand ich total interessant. Ich habe das noch gar nicht gesehen, dass Love auch so eine richtige Pflegelinie hat. Und als ich das Produkt gesehen habe, habe ich mir gedacht, geil. Ja, dann habe ich auch noch weitergeschaut und habe gesehen, dass die noch mehr Pflegeprodukte haben. Und zwar ein Under Eye Treatment. Auch das fand ich super interessant. Das heißt, es ist ja im Prinzip eine Augencreme, ne? Wusste ich gar nicht, dass Love sowas macht. Naja, aber wir riechen auf jeden Fall mal dran. Dieses Öl kommt mit so einer Pipette daher, was ich schön finde. Und du kannst es sowohl für den Körper nehmen, als auch für das Gesicht. Und hier steht sogar drauf, für die Haare kann man es auch nehmen. Das fand ich mega. Luxuriöses Multi-Benefit-Öl für Gesicht, Haare und Körper. Die leichte und schnell einziehende Textur pflegt die Haut sanft und macht sie geschmeidig. Vor dem Make-up, um die Haut vorzubereiten und natürlich schönes Aussehen. In flüssiges Make-up gemischt für einen optisch strahlenden Teint. Pflege und Geschmeidigkeit von Haut und Haaren für den gesunden Glow. Direkten Augenkontakt vermeiden. So, dann schauen wir uns das mal an. Oh, guck mal. Das ist mit richtigen Goldpartikeln. Das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja cool. Muss man das vorher schütteln oder so? Falls sich das. Ja, weil hier unten drin sieht man, dass sich das so ein bisschen abgesetzt hat. Wow. Das kannte ich noch gar nicht. Boah. Das sieht so schön aus. Wahnsinn. Richtig luxuriös. Es riecht schön. Sehr angenehm. So nach Mandel riecht das. Ich mache das mal eben auf meine Hand. Und die Frage ist ja, bleiben die Goldpartikel oder werden die weniger? Also, dass man die quasi verteilt und so einen Glow bekommt. Hi, Sammy. Na, was macht Frauchen hier? Frauchen dreht ein Video. Ja, ich weiß. Okay, also diese Goldpartikel lösen sich scheinbar auf und verleihen der Haut wirklich so einen leichten Glow. Und es riecht ganz dezent nach Mandel. Wow, das riecht richtig gut. Und ja, soll ja für den Körper sein, ne? Dann kann ich das auch auf meinem Arm verteilen. Aber es fühlt sich jetzt auch nicht so ölig oder sowas an, wie ich jetzt gedacht hätte. Oh, richtig toll. Das gefällt mir. Und das riecht gut. So ein Hauch von Kakao hat es auch noch mit dabei. Finde ich toll. Da freue ich mich drauf. Für die Haare vielleicht so ein bisschen in die Spitzen rein, aber jetzt nicht auf die Längen oder so. Da hätte ich jetzt ein bisschen Bedenken. Aber geil. Cool. Kann ich euch erstmal empfehlen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass meine Finger jetzt glitzern würden oder so. Also diese Goldpartikel haben sich echt schön aufgelöst. Wow. Ja, und dann gucken wir uns mal hier dieses Under Eye Treatment an, die Augenpflege. Augenpflege mit einem einzigartigen Metallapplikator, der einen kühlenden und dadurch abschwellenden Effekt hat und dabei hilft, Augenringe zu minimieren. Die pflegende und feuchtigkeitsspendende Formulierung, angereichert mit Kamillenwasser und Mandelöl, ist hautberuhigend und macht sie geschmeidig. Die rosafarbene Textur lässt feine Linien optisch ebenmäßiger wirken und hat einen Soft-Focus-Finish für eine frische Ausstrahlung. Geil. Das finde ich echt cool. Das gucken wir uns mal genauer an. Wäre vielleicht auch was, wenn du das so im Alltag oder so verwendest, wenn du keine Foundation oder Concealer oder sowas tragen willst. Das ist ja geil. So sieht die Tube aus. Okay, das ist nur 6 Monate haltbar, deswegen zeige ich euch das jetzt erstmal, ohne dass ich das Produkt rausnehme. Es ist halt wirklich so ein schöner, kühlender Applikator, so aus Metall. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Vor allem so im Sommer, wenn du so einen No-Make-up-Look hast quasi. Also wenn du wirklich gar kein Make-up drauf hast, sondern ich trage zur Arbeit auch immer nur Mascara und Eyeliner. Und wenn ich dann einfach so für die Augenringe dieses Produkt verwende, ist es, glaube ich, ultra geil. Cool, da freue ich mich drauf. Und dann gab es gratis noch was mit dabei, und zwar Lippe Fair Christina's Red, ein Lippenstift, weil ich einen gewissen Bestellwert bei Love-Produkten erreicht hatte. Jo,
Den finde ich doch ganz cool. Es ist halt mal wieder ein Rot. Dann habe ich mir noch ein bisschen was von L'Oréal bestellt, weil auch da gab es natürlich was Gratis mit dabei. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich auf den kompletten Einkauf 25% bekommen habe. Da gab es so einen Code, Spring25. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber es gibt bei Flaconi ja ständig irgendwelche Codes. Also da müsst ihr mal Ausschau halten. Richtig geil. Und das gilt dann für nicht reduzierte Artikel. Und ja, ich beschwere mich da nicht. Ich finde es ultra cool und dann kriegst du auch noch Gratis-Produkte und so. Okay. Dann habe ich hier, wie gesagt, von L'Oréal Perfect Match Minerals ein hautbildverbesserndes Puder-Make-up. Das fand ich interessant. Also richtig interessant, weil es ist wirklich ein Puder, ne? Ein eingefärbtes Puder. Ich habe die Farbe 1R1C Ivoire Rosé Rose Ivory. Genau. Das wollte ich auf jeden Fall mal verwenden und testen, weil ich das so interessant fand. Wirklich ein Puder, was sich dann auf die Haut legt und dann hast du wie ein Foundation-Effekt. Richtig cool. Hautbildverbesserndes Puder-Make-up. Atmungsaktives, mineralisches Puder mit leichten Inhaltsstoffen für ein weicheres und perfektionierendes Hautbild. Lichtschutzfaktor 19. Cool, oder? Also werde ich auf jeden Fall mal mit euch zusammen testen. Ja, und passend dazu habe ich mir dann auch noch den passenden Puderpinsel geholt. Mineral Powder Brush. Accor Parfait, keine Ahnung. So sieht der auf jeden Fall aus. Fand ich auch süß, ne? Genau, weil ich habe ja in dem Sinne kein Kabuki hier. Ein ultrasanfter Pinsel speziell für Mineralpuder, der makellos Make-up aufträgt und verblendet. Für mittlere bis starke Deckkraft. Pinsel in Puder eintauchen, Puderüberschuss abklopfen und in Kreisbewegung auf das Gesicht auftragen. Von der Gesichtsmitte beginnend. Auftragen, bis die gewünschte Deckkraft erreicht ist. Jo, ne? Ich gucke ihn mir mal genauer an. Da oben verliert er schon ein Haar, das finde ich blöd. Naja, es ist auf jeden Fall mit sehr, sehr dünnen Härchen und ultra weich, richtig cool. Das kann ich mir gut vorstellen, dann auch wirklich dann für das Mineralpuder hier zu verwenden. Das passt von der Größe und hey, die Farbe passt, ne? Manchmal ist man da auch ein bisschen spleenig unterwegs, aber er verliert Haare. Das ist blöd. Also dafür, dass der Pinsel ja 10 Euro kosten sollte, ich meine, ich habe ihn dann ja für 7,50 € gekriegt, aber trotzdem ist es ein bisschen schade. Egal, ich werde es trotzdem mal mit euch zusammen testen. Dann habe ich mir auch noch von L'Oréal geholt den Make-up-Entferner, den hatte ich schon mal und den habe ich für gut befunden. Ja, den ich hatte, der war irgendwie an der Seite kaputt, deswegen war das ein bisschen kritisch, aber ja, ne, kannst du immer gebrauchen. Es ist halt wirklich für Augen und Lippen und das ist wirklich ein gutes Zeug. Ja, und gratis mit dabei gab es die Infallible Total Cover Full Coverage Longwear Concealer Palette. Da hast du sowohl hier die Color Correcting Farben als auch dann verschiedene Concealer Farben und das fand ich ganz interessant. Ja. Die Produkte von Quirinus, so heißt das glaube ich, oder Quirinus, kannte ich vorher nicht und habe ich eigentlich nur deswegen gesehen, weil ich das Goodie haben wollte. Auf jeden Fall habe ich mir hier, ich zeige euch erstmal das Goodie, glaube ich, sonst wisst ihr gar nicht, warum ich die Produkte geholt habe. Es passt nämlich zusammen. Den gab es gratis mit dabei. Das ist von Quirinus eine Gesichtssauna quasi. Das ist dafür da, um quasi die Poren zu öffnen vom Gesicht und eine schöne Gesichtsreinigung zu haben. So sieht das Ding verpackt aus. Und so sieht es dann zusammengebaut aus. Im Prinzip ist es einfach nur ein Plastikbehälter, der auf so einer Station sitzt, wo du das, was drin ist, quasi erwärmen kannst. Und ja, dann so dein Gesicht drüber machen kannst. Das ist halt perfekt in der Aussparung und dann mit entsprechenden Essenzen, wie auch immer, dein Gesicht ja, durch den aufsteigenden Wasserdampf bedampfen kannst, wie auch immer. Dann hast du hier so ein kleines Pöttchen mit dabei und ja, kannst dann quasi da rein. Die Flüssigkeit machen, dann wird die hier drin erhitzt, steigt hoch und macht dein Gesicht toll. Ja, fand ich spannend, wollte ich mal ausprobieren, weil ja, ich mache sowas sonst auch ganz gerne mit einer Schale Wasser und dann halt ne, Handtuch drüber und so weiter. Aber das fand ich eigentlich ganz interessant, dass es so ein Teil wirklich so richtig gibt. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dafür dann tatsächlich, um halt auch auf den Wert zu kommen, zweimal solche Sets mitgenommen. Da hast du 6 Stück sehr, sehr gut und krass riechende Tabs drin. Ne? Also das sind solche. Die riechen echt geil. Ja, da habe ich zweimal die Duftrichtung Bali, zweimal Finnland und zweimal Marrakesch und es riecht echt geil. Aromadampfbad. Diese Brausetabletten hüllen das Gesicht in einen heißen Dampf ein, die entgiftete Haut von Unreinheiten befreit. Spannung verschwinden und die Haut erhält wieder einen rein glänzenden Ton. Entdecken Sie unsere 3 Düfte für 3 sensorische, sensorischen,
Die Übersetzung ist großartig. Reisen nach Bali, Marrakesch und Finnland. Dermatologisch getestet. Jo, ne? Wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren und fand ich ganz cool. Im Prinzip musst du das dann irgendwie auflösen, wie auch immer. Das werde ich mal mit euch zusammen bei Instagram testen. Und diese Marke hat auch ein paar Masken. Wer kann da Nein sagen, Leute? Wer kann da Nein sagen? Das ist einmal quasi so eine goldene Maske, die ein bisschen Illumination geben soll, also wieder eine Ausstrahlungsmaske. Dann einfach eine Maske, die ja, die Haut mit Feuchtigkeit versorgen soll. Dann habe ich noch mitgenommen eine Fußmaske. Das sind dann aber auch so Füßlinge, die man sich anziehen muss. Ich bin ganz gespannt, weil da stand, glaube ich, nur bis Schuhgröße 40. Ich habe Schuhgröße 41. Mal schauen. Dann habe ich mir noch so ein Set mitgenommen. Das ist so ein No-Strip-Set. Da ist ja so ein zwei Schritte. Einmal machst du quasi die Poren frei und im zweiten Schritt versorgst du die Haut wieder mit Feuchtigkeit, weil ich finde auch, dass nach diesen No-Strips die Nase immer sehr trocken ist. Dann habe ich mir eine Augenmaske mitgenommen. Ja, einfach für die Augen unten drunter, damit da wieder Feuchtigkeit dran kommt. Dann eine revitalisierende Tuchmaske. Ich glaube, das ist eine französische Marke. Heißt es dann Kérinès? Und als letztes habe ich mir eine Maske mitgenommen, die das Gesicht quasi mattieren soll und das Hautbild verfeinern soll. Ich bin ja so gespannt. Ich kenne die Marke noch nicht. Ich muss das jetzt einfach mal austesten und ich habe ganz schön viel jetzt von der Marke dafür, dass ich sie nicht kenne, ne? Dann habe ich noch ein bisschen, weil halt, ne, alles reduziert war, ein bisschen bei Essence zugeschlagen. Da habe ich hier I Love My Brushes Brush Cleansing Gel mitgenommen. Das hatte ich schon mal, das habe ich für gut befunden und es war halt jetzt auch einfach nochmal reduziert. Diese wunderschöne Palette habe ich auch nochmal mitgenommen und ja, die verlose ich ja aktuell an einen von euch. Das ist die Make Your Dreams Come True Palette, mit der habe ich tatsächlich auch diesen Look geschminkt. Also, ne, schaut gerne in meinem Quick and Easy Make-up Look vorbei. Den habe ich, glaube ich, gestern online gestellt. Genau, da hast du hier tatsächlich einmal ein Notizbuch drin und einen Kalender für 2019 und 2020. Und hier magnetisch sehr gut verschlossen. Die Palette und einen Spiegel und da hast du Lidschattenfarben, Highlighter, Brush, ne, Brush, Blush und Bronzer bzw. Konturfarben. Sehr cooles Teil. Wie gesagt, verlose ich aktuell in meinem Video, wo ich den Look geschminkt habe. Dieses Set habe ich schon mal an die liebe Emilia gegeben, aber ich wollte es einfach nochmal für eine weitere Verlosung mitnehmen. Das fand ich ganz interessant. Das ist von Essence ein Set. Da hast du drin, ja, einmal die Tasche an sich. Dann hast du so Glitzerwimpern drin, künstliche Wimpern. Dann hast du einen Highlighter hier drin. Dann sind hier noch zwei funkelnde Haargummis mit dabei. Dann sind hier auch noch so Bodysticker mit dabei und ein Lippenbalm in diesem wunderschönen, geilen Täschchen. Und so sieht das dann von hinten aus, beziehungsweise die Produkte. Ich mag es jetzt ungern öffnen. Ich kann es. Kann ich das überhaupt öffnen? Nee, das ist nämlich hier mit so einem Teil zugemacht. Joa. Wird dann demnächst auf jeden Fall mal in eine Verlosung wandern. Ich finde es mega schön. Also, ich finde es schade, dass man es durch dieses ganze Geglitzer nicht durchsehen kann. Aber es sieht echt cool aus. Und dann habe ich mir noch von Essence mitgenommen: einen Make-up and Baking Sponge. Den fand ich total niedlich. Weswegen ich diese Bestellung eigentlich gemacht habe, ist diese Palette von Catrice Cosmetics, die Orchid Dusk Eyeshadow Palette. Ich habe die jetzt schon in so vielen Videos gesehen und so oft haben die lieben, 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 lieben Ladies Looks damit geschminkt. Und ich habe immer gedacht, ach Quatsch, komm, Claudi, die Farben, die hasse doch und brauchst du nicht. Aber die haben alle so davon geschwärmt, dass ich mir gedacht habe, komm. Sie ist jetzt auch einfach mal im Sale, hat irgendwie dann nur noch knapp 12 Euro gekostet und da sage ich nicht nein. Und die ist so schön. Erinnert vom Design her auch an die ein oder andere Marke, sage ich mal, die etwas höherpreisiger ist. Und die Pigmentierung soll richtig geil sein. Dementsprechend werde ich euch dazu auch gerne mal einen Look schminken, der dann halt wirklich sehr rot angehaucht sein wird. Aber ist die nicht ultra schön? Ja, und weil Sale war und weil ich die Marke so unfassbar gerne mag, habe ich mir auch noch diesen Pinsel mitgenommen von Real Techniques, den Powder Brush. Ich habe auch schon einige Pinsel von Real Techniques, habe mir da auch schon das ein oder andere Pinselset bestellt, was ich dir auch gerne mal unten in der Infobox verlinke. Aber so ein richtiger Powder Brush, der fehlte mir noch. So sieht er aus und ist der nicht wunderschön? Oh, der ist so toll. Ich mag einfach diese Qualität von Real Techniques total gerne. Da kannst du, guck mal, wie groß der ist, ne?
so richtig Spaß mit haben. Ja. Und dann musst du dir einfach mal mit. Das ist auch irgendwie eine Special Edition oder sowas bei Sam and Nick. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil der unten halt diesen, ne? Weil der unten hier dieses Gummi dran hat, was auch so ein bisschen konkav, konvex, weiß ich nicht, zylinderförmig, trapezförmig auseinandergeht. Habe ich euch schon mal erzählt, dass ich Mathe LK hatte? Schön, dass ich immer noch die Form so gut erkennen kann. Nicht. Auf jeden Fall ist das ein cooler Pinsel und ja, der musste einfach mit. Und dann bekommt man ja auch immer noch zwei Gratisproben mit. Und zwar habe ich hier einmal neu Live-Plankton-Elixier mit Live-Plankton und Hyaluronsäure von Biotherm. Dann habe ich hier als allerletztes eine Parfümprobe von Lacoste Pour Femme drin. Das Parfüm hatte ich schon mal tatsächlich hier und habe ich dann auch weiter verschenkt. So sieht die Probe aus und auch das Originalparfüm quasi. So, ihr Lieben, das war jetzt mein Flaconi-Haul. Ist doch einiges zusammengekommen, ne? Man wundert sich dann doch. Aber viele coole Gratisprodukte. Also ich freue mich vor allem über diese Dampfsauna. Ich denke, die werde ich jetzt am Wochenende mal so ausprobieren und dann auch tatsächlich bei Instagram posten. Schau einfach mal vorbei. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Hier unten noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!